und herzlich willkommen zu Wissenslust. Und wie versprochen gibt es heute das Kartendeck, also die Vorstellung von der Alexa Kriele. Und zwar seht ihr, Engel weisen Wege zur Heilung. So, die Karten habe ich schon rausgenommen und wie ihr sehen könnt, haben wir vier Fächer. So, das heißt, wir haben vier verschiedene Stufen drin. Ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz das Kartenset zu Alexa Krieles Buch Engel weisen Wege zur Heilung. Das ist also das große Buch von ihr. Also, sie weisen Wege zu Heilungsmöglichkeiten auf. Einfache Weise, um zum Beispiel mit den Organen ins Zwiegespräch zu kommen und die seelisch-emotionalen Hintergründe ihrer Krankheit zu erkennen. Dazu dienen 112 Karten, 28 für die verschiedenen Organe oder Organsysteme und 3x28 Hinweise für die geeignete Fragestellung. Die Engel werden ihre Hand führen. In diesem Anleitungsbuch erläutert Alexa Kriele in kurzer Zusammenfassung die Grundlagen dieser faszinierenden Methode. So, jetzt zeige ich euch das mal. Also, hier haben wir einmal die gelben Karte. Das ist für die Organvertreter. Das werde ich danach mischen und dann schauen wir mal. Danach zieht man die blauen Karten, also eine der blauen Karte. Wie fühlst du dich? Dann kommt die grüne Karte. Was willst du gefördert wissen? Und dann kommt die rote Karte, was kann ich tun? Ich sage euch sehr, sehr, sehr spannend, weil oft will man das gar nicht wirklich wissen. Man fragt also was. Ihr solltet euch also schon im Klaren darüber sein, dass diese Antworten geführt sind, so sagt man das. Und dass man das auch ernst nehmen sollte, wenn man sich damit beschäftigt. Das dem Kartenset zugrunde liegende Buch beruht auf Informationen von Engeln. Es fasst die Ergebnisse meiner achtjährigen Zusammenarbeit mit psychotherapeutisch arbeitenden Ärzten zusammen. Die Engel sind mit Freude auf dieses Wechselspiel zwischen Mitteilung ihrer Weltsicht und ärztlicher Praxis eingegangen. Wer nun sagt, ja, es gibt keine Engel, da glaube ich nicht dran, wisst ihr, seid doch einfach offen, lasst euch doch überraschen und vielleicht steckt mehr dahinter, wie man denkt. Das Buch gibt zum Teil neuartige Hinweise auf die Zusammenhänge zwischen körperlichen Erkrankungen und psychischen Problemen. Es wendet sich an jeden, der seine Selbstheilungskräfte aktivieren will, um gesund zu werden und zu bleiben, und an die Vertreter von beratenden Berufen, die andere dabei unterstützen, wie Psychologen, Pädagogen, Seelsorger, natürlich Heilpraktiker, Pfleger und auch Betreuer. Es will und kann aber die Inanspruchnahme von Ärzten natürlich nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Wer erkrankt ist, gehört in die Hände des Arztes. Bei schwerwiegenden psychischen Erkrankungen sollte da das Buch grundsätzlich nur in Abstimmung mit dem Arzt zu Rate gezogen werden. Das, denke ich, muss man sicherlich einfach reinschreiben und in der Hoffnung ist man dann, dass ein Arzt sich wirklich gut damit auskennt. Wer jetzt so einige Filmchen schon von mir geschaut hat, weiß, die Schulmedizin hinkt da in Sachen Gesundheit mächtig nach. Hat natürlich in anderen Dingen auch aufgeholt und wie gesagt, alles was wir brauchen, Notfallmedizin, Chirurgie und, alles in Ordnung. Alles hat seine Berechtigkeit, aber es gibt halt von allem etwas, was man mehr gebrauchen kann und manche Dinge nicht so gut gebrauchen kann. So, das ist aber eine Sache, die nur ich für mich in Anspruch nehme. Das muss ja bei euch nicht stimmen. So, ihr Lieben, jetzt würde ich praktisch sagen, ich mische meine Karten wie immer, so wie ihr das wisst. Ich mische jetzt einfach durch. Und da, wo ich der Meinung bin, die Karte nehme ich jetzt, dann nehme ich die. Und dann schauen wir mal. Als Organvertreterin, oh, wartet mal, die sind halt noch ganz neu, ne? So habe ich gezogen. Habe ich jetzt gezogen die Hirnanhangdrüse. Ja, die Hirnanhangdrüse.
Und jetzt müsste ich praktisch sagen, so ungefähr, okay, liebe Hirnanhangdrüse, ja, wie fühlst du dich denn? Und jetzt mische ich nochmal meine Karten. Huch, jetzt wird mir aber gerade kalt. Schauert es mich und schuckert es mich so ein bisschen. Oh, die nehmen wir. Die Hirnanhangdrüse sagt, hervorragend. Also die blaue Karte würde jetzt stehen, wie fühlst du dich? Ja? Wie fühlst du dich? Hervorragend. Und jetzt würde ich fragen, was willst du gefördert wissen? Und jetzt mische ich wieder und dann schauen wir mal, welche Karte ich jetzt ziehe. Die Offenheit. Also, was willst du gefördert wissen? Die Offenheit. Und jetzt würde kommen, was kann ich tun? Hätte ich jetzt die Karte. Achte auf deine Würde. So, jetzt müsste ich mir das Buch zu Rate ziehen, natürlich. Und müsste jetzt erstmal schauen, Organvertreter, Wege zum Gespräch. Also man sollte das schon ziemlich ernst meinen, was man da sagt. Und sich auch ein bisschen damit beschäftigen. Und vielleicht einfach nur mal, also wer jetzt sagt, ach, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, denkt mal dran, alles, was uns ein bisschen weh tut, da tut es ja gut, wenn wir das einfach mal so leicht umstreichen, wenn wir liebevoll dazu sind oder liebevoll dran denken. Und vielleicht gibt es da auch noch was. So, jetzt wartet mal. Jetzt muss ich mal gerade gucken hier, dass ich das finde. Oh, da gibt es tolle Sachen. Der alte Weise, Vater, Mutter und Kind. Blut, Lachen und Weinen, Bauchspeicheldrüse, Staunen lernen, die Milz, jetzt muss ich gucken, wo ich es finde, der Magen, die Leber, die Gallenblase, Muskeln, Dünndarm, Dickdarm, Gelenke, der Archäologe, Geschlechtsorganen, Nieren und Nebennieren, Blase, Informatiker, das limbische System, das autonome Nervensystem, das endokrine System, die Hirnanhangdrüse. Und jetzt lese ich euch vor, was da steht. Die Hirnanhangdrüse, Ehrfurcht, die Stimme. Wie kann man sich die Organvertreterin der Hirnanhangdrüse vorstellen? Die Hirnanhangdrüse, die Hypophyse, hat über ihre Funktion als Regulatorin des endokrinen Gesamtsystems zusammen mit dem Hypothalamus hinaus auch eine eigenständige Bedeutung und ihr Organvertreter eine seltsame Eigenschaft. Er lässt sich nicht bildhaft beschreiben, weil er nicht zu sehen ist, auch nicht für eure inneren Augen. Ihr könnt nur seine männlich klingende Stimme hören. Und auch das nur in ganz seltenen Ausnahmefällen. Dabei stellt sich zwar ein Bild ein, aber nicht das Bild des Organvertreters, sondern eines Hintergrunds, aus dem seine Stimme ertönt. Das kann zum Beispiel eine Wolke sein oder ein Wasserfall, ein Regenbogen, ein Vorhang, ein Brunnen, eine Fontäne, ein brennender Dornbusch. Das ist ganz individuell verschieden. Wenn ihr diese Stimme überhaupt einmal vernehmt, weist sie euch mit wenigen kurzen Worten auf das hin, was ihr wollen solltet, damit ihr das Lichte, das Gute, die Heimkehr der Schöpfung bestmöglich unterstützt. Sie macht keine darüber hinausgehenden Ausführungen und gibt keine Begründungen. Ihr könnt sie nicht fragen, nicht mit ihr diskutieren. Sie sagt, was sie zu sagen hat und schweigt dann wieder. Sie ist die jeder menschlichen Seele innewohnende Orientierungsinstanz, die das göttliche Wort repräsentiert und ihm als Stimmorgan zur Verfügung steht. Wenn sie in euch spricht,
wendet sie sich ganz persönlich an eure Individualität und sagt nur das Allerwichtigste. Vor allem weist sie euch auf unstimmige Beziehungen der Person zur Seele und zum Himmel hin. Das löst dann eine blitzartige, zutiefst erschütternde Erleuchtung und Umkehr aus und wird euer ganzes weiteres Leben, häufig sogar mehrere Inkarnationen, bestimmen. Und deshalb spricht sie so selten. Nein, das ist ja jetzt ein Ding, oder? Also, die Hirnanhangdrüse hat gesagt, sie fühlt sich hervorragend. Sie wünscht sich die Offenheit. Und was kann ich tun? Ich achte auf meine Würde. Und das kann bedeuten, dass genau das alles, was in mir ist, was zu mir gehört, dass ich das auch repräsentieren darf. Ich muss mich nicht unter dem Wert verkaufen oder unter einem Scheffel stellen, was manche vielleicht gerne tun würden. Nun bin ich nicht allwissend, das ist doch ganz klar, oder? Und ich weiß nur eine Klitzekleinigkeit von dem, was man wissen kann. Und ich glaube, man weiß sowieso nie alles, das wird man nie alles hinbekommen. Und jeder hat so seins. Manche sind in einem Thema ganz wunderbar, voll ausgepowert. Also das heißt, in einem Thema sind sie sowas von richtungsweisend. Die weise Person. Und ich bin jemand, die hat so von allem etwas mitbekommen. Und das ist aber auch interessant für mich. Und ich gebe ganz oft ab. Also ganz oft ist so, dass ich sage, geh dann dahin oder geh dahin oder schau mal, guck mal selber, ich gebe das Samenkörnchen. Und das ist in Ordnung für mich. Und deswegen bin ich nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und umgedreht ist das genauso, ja? Also, ich achte auf meine Würde. Und damit verstehe ich auch, damit soll es mir auch gut gehen. So könnte man das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und das bedeutet natürlich auch, wenn du eine Situation hast, wo es dir nicht gut geht, das hatte ich mal, wie ich 50 war und an der Arbeit war und ich mich ganz schlecht gefühlt habe, ich hatte immer Bauchschmerzen und dann habe ich für mich entschlossen, mit 50 möchte ich keine Bauchschmerzen mehr haben an der Arbeit. Du gibst das, was du kannst, von ganzem Herzen, du gibst dir ganz viel Mühe und wenn das nicht reicht, dann kannst du hier nicht bleiben. Und somit habe ich für mich entschlossen, damals zu kündigen. Und nachdem ich diesen Entschluss gefasst hatte, weil es unter meiner Würde war, ja, mich so behandeln zu lassen oder mich so zu fühlen oder mich als Opfer zu fühlen, dann habe ich gedacht, so, und jetzt bin ich der Täter für mich, jetzt handelst du, denn es soll mir nicht schlecht gehen. Was auch immer kommt, es ist besser, wie mit Bauchschmerzen an die Arbeit gehen. Und das hat sich bezahlt gemacht, kann ich euch nur sagen. War aber auch nicht unbedingt einfach. Ja, so, jetzt habe ich gedacht, ich könnte hier nochmal schauen, aber was ist deine Botschaft an uns? Er sortiert die Nahrung, die sein Mensch aufgenommen hat. Was ist verwertbar? Was mehr, was weniger, was gar nicht? Dazu braucht er ein Bewertungssystem, eine Skala der Wichtigkeit, eine Hierarchie der Prioritäten. Die liebevolle Zuwendung zu den Fakten im Einzelnen ist die Basis für die Fähigkeit, die innere Orientierung der Dinge zu erkennen und das Wesentliche von weniger Wichtigem zu entscheiden. Das passt wieder ganz gut, oder? Habe ich einfach eine Seite aufgeschlagen und es passt. So, in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch wieder eine wunderbare Anregung geben. Also, das ist schon eine tolle Sache. Und die Alexa Kriele, die hat ja nun ganz viele Bücher geschrieben, auch und mehrere Kartendecks gemacht. Aber das ist jetzt das eine und das habe ich euch vorgestellt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund oder werdet gesund. Und ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Und ich würde mich immer über einen Like, also einen Daumen hoch freuen. Und vielleicht gibt es auch mal den ein oder anderen wunderbaren Kommentar. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Thank you.